Wir werden innerhalb weniger Zeit wieder eine totalitäre Regierung haben. Ich bin erzogen worden im Glauben, dass Demokratie Freiheit bringt. Das ist eine unglaubliche Schweinerei. Und die Leute, die sich für das eingesetzt haben, sollte man ins Gefängnis schicken. Das Problem mit unserer Demokratie und Bürokratie ist, dass niemand verantwortlich ist für diese Entscheidungen. Und zwar ist das nicht das Volk, das das macht. Das sind die Politiker und die machen das für Geld. Irgendwo fließt Geld in ihre Taschen. Das sollten sich die Deutschen einmal überlegen, was die Grünen und alle diese Leute angetan haben. Die Löhne steigen schon etwas in Deutschland und die Pensionen. Aber die Kosten steigen wesentlich stärker an, sodass die Realkaufkraft sinkt. Sie zerstören die Wirtschaft. Wenn sie nichts tun würden, wäre das gut. Das Billigste und Beste für Deutschland wäre, die Politiker zu zwingen, den ganzen Tag auf dem Golfplatz zu verbringen. Dann würden sie keinen Schaden anrichten. Man hätte das ganze Problem einfach lösen können, indem man gesagt hätte, Ukraine wird nicht Mitglied der NATO. Fertig, Schluss. Die Vereinigten Staaten wollen den Putin entmachten. Das ist das Ziel Nummer eins. Alle Grünen sind Kommunisten. Mit dieser Aussage haben Sie, Herr Dr. Fawad, letzten Interview für Furore gesorgt und sehr viele Menschen zum Nachdenken irgendwo gebracht. Und heute an Sie die Frage, die erste Frage gleich. Sie haben gesagt, alle Grünen sind Kommunisten. Sind jetzt auch alle Grünen, alle Roten in Deutschland vor allem Kriegstreiber? Also ich muss diese Aussage etwas korrigieren. Natürlich gibt es Grüne, die aus Überzeugung, sagen wir, die Agenda der sogenannten Grünen verfolgt. Und das sind nicht unbedingt Kommunisten, aber sind wahrscheinlich Idealisten. Und denen werfe ich eigentlich nichts vor. Allerdings als Ökonom muss ich immer sagen, man muss die Wirtschaft und seinen eigenen Haushalt doch sparmäßig führen. Und effizient. Und wenn man mit einer Agenda die Welt verbessern wird, will, die dann die Welt noch schlechter macht, dann macht es keinen Sinn. Verstehen Sie? Ich sage immer, alles muss mit einem gewissen gesunden Menschenverstand gehandhabt werden oder implementiert werden. Und nicht einfach aus Idealisten gründen und mit einer eben roten kommunistischen Ideologie, die darauf abzielt, die Menschen eigentlich ihre Freiheit einzudämmen. Herr Dr. Fawad, Sie haben es gesagt, wie jetzt ein Haushalt zu führen, so ein Staat irgendwo auch. Und da ist es ja fast momentan so, dass im Haushalt im Keller liegt sehr viel Gas, gibt sehr viel Rohstoffe, gibt sehr viele Möglichkeiten, was der Haushalt so bietet. Aber der Chef vom Haushalt sagt, nein, da machen wir Sanktionen, die lassen wir unten liegen, die holen wir nicht drauf, die nehmen wir nicht her. Und genauso ist es im Moment, gerade in Europa, vor allem in Europa natürlich, dass man an und für sich sehr nahe an den Rohstoffen, an einer blühenden Wirtschaft, die fast schon stehen würde. Aber aufgrund von Sanktionen oder Maßnahmen, man sagt dann, okay, man schneidet sich selber die Schlagader, die einem zum Blühen bringen würde, irgendwo selber durch. Ist das dumm oder eben Ideologie, die das Ganze irgendwo besser machen soll? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn diese Sanktionen sind derart dumm, dass man sich fragt, ob die Leute, die sie bewirkt haben und eingeführt haben, nicht massiv bestochen wurden von jemandem. Nicht? Das ist eine Frage, die legitim ist. Denn normalerweise der Mensch macht Sachen, die Sinn machen. Oder das ist ein Instinkt, der Überlebensinstinkt. Und wenn man dann Maßnahmen einführt, die ganz deutlich
negativ sind für die Wirtschaft und für die Gesellschaft, dann fragt man sich, ja, weshalb ist das überhaupt passiert? Und ich nehme an, dass sehr viele Politiker bezahlt werden. Fragen Sie mich nicht von wem, aber die werden bezahlt. Von irgendjemandem, um derartige Maßnahmen durchzuführen. Das war auch der Fall mit Covid. Da gab es Maßnahmen, die keinen Sinn machten. Aber wurden eingeführt. Spannend ist, dass sie in den USA relativ oft von der Pfizer Uschi, Ursula von der Leyen war damit gemeint, dass man relativ viel davon hört. Aber man hört noch relativ wenig vom Gas Habeck oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, gell? Aber vielleicht, wie gesagt, vermutlich wird man darüber auch nie mehr erfahren. Eine Sache, glaube ich, auf die sollte man uns aber mehr konzentrieren. Wie können jetzt wir, sage ich jetzt mal, normale Bürger, was da die eine oder andere Vermutung haben, was hinter verschlossenen Türen, welche Geschäftspraktiken da eventuell laufen, aber wie können wir jetzt davon profitieren? Wie können wir uns jetzt aufstellen, um in Zeiten der Korruption, in Zeiten des Umbruchs, nennen wir es mal ganz wertfrei, dass man da irgendwo sauber durchkommt? Ja, also das Erste, das wir als, sagen wir, verantwortliche Bürger machen müssen, ist jede Maßnahme, die von den Grünen und Sozialisten und den Leuten, die über die Weltverbesserung sprechen, durch eine Weltregierung und durch eine Verbesserung des Klimas in 30 Jahren, ist alle Maßnahmen zu verwerfen, bevor sie ganz genau analysiert werden auf ihre Effizienz. Und ich würde sagen, der verantwortliche Bürger sollte sich sehr stark sollte sehr stark skeptisch sein von allem, was die Medien erzählen, denn die Medien sind hauptsächlich heute mit der Regierung im Bett und haben sich verbündet und sind ein Sprachrohr der Regierung. Sie sind nicht mehr unabhängig. Ob die Medien größeren Einfluss haben auf die Regierung oder die Regierung größeren Einfluss hat auf die Medien, das weiß ich nicht. Aber es ist eine sehr enge Verbindung. Denn es gibt Ereignisse, die von den großen Medien eigentlich gar nicht, wo es gar keine Berichterstattung gibt. Nicht? Die werden verheimlicht oder werden ganz anders dargestellt, als sie es tatsächlich waren. Und ich wäre also höchst skeptisch. Wie sehen Sie die demografische Entwicklung in Europa, Deutschland, die nächsten Jahre? Wir sehen da mittlerweile, haben wir sehr interessante Zahlen, wie sich die ursprüngliche Bevölkerung zurückentwickelt und das Ganze eben nur, um jetzt relativ wertfrei auf YouTube zu sprechen, und sich die Bevölkerungszahlen nur nach oben bewegen aufgrund einer massiven Zuwanderung aus dem Süden. Es sind jetzt weniger Fachkräfte gemeint damit, sondern mehr andere Leute. Und wie sehen Sie da die Zukunft, wenn sich eine Demografie eines Kontinents, eines Staates der Form entwickelt? Ja, also ich nehme an, das ist ein erfreuliches Bild, aber ich nehme an, wir werden innerhalb weniger Zeit wieder eine totalitäre Regierung haben. Die große Frage ist natürlich, ist sie rechts oder links? Und wenn sie links ist, ist es gut für die Aktienbörsen oder nicht? Und wenn sie rechts ist, ist es besser? Oder wie können wir einen Weltkrieg verhindern? Das sind große Fragen, aber ich nehme an, die Demokratie ist diese Periode, dieser Idealismus, dass jeder wählen sollte. Und das war nicht die Idee der Griechen und es war nicht die Idee der Gründer der Vereinigten Staaten. Die Gründer der Vereinigten Staaten, die auch das Verfassungsrecht erstellt haben, die amerikanische Verfassung. Das waren Leute, die hochgebildet waren und ihr Bild der idealen Gesellschaft war, dass nur gebildete Leute
wählen sollten. Nicht jedermann, das ist doch ganz klar. Herr Fauer. Weshalb soll jedermann wählen? Meinerseits sollte in einer kleinen Gemeinde mit 1000 Einwohnern jeder in der Gemeinde wählen, wer Lehrer wird oder wie die Abfuhr organisiert wird und so weiter und so fort. Aber der im kleinen Dorf soll doch nicht über die Weltpolitik stimmen. Herr Dr. Fauer, das soll man einem genialen Wesen wie die Baerbock überlassen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist das Problem, Herr Dr. Fauer, dass nicht das Problem ist, wer zur Wahl hingeht wählen, sondern wer sich zur Wahl aufstellen lässt. Ich glaube, dort sollte man ansetzen, dass vielleicht eine gewisse Intelligenzvoraussetzung... Ja. Das ist ein Problem. Aber verstehen Sie, ich bin ein Ökonom und mein Leben lang habe ich verbracht im Anlagewesen. Und vor allem in Asien, weil ich seit 1973 in Asien wohne. Aber ich wurde gezwungen, eben auf soziale Probleme einzugehen und vor allem auf das Verfassungsrecht. Denn es erstaunt mich, ich bin erzogen worden im Glauben, dass Demokratie Freiheit bringt. Aber wenn man so schaut, wie demokratisch gewählte Leute wie der Trudeau oder Biden oder auch in Deutschland diese Einschränkungen eingeführt haben und ganze Geschäfte geschlossen hat und den Bürgern noch während langer Zeit wollte Impfzwang aufdrängen, nicht? Dass in Staatsbetrieben hat man gesagt, wenn sie nicht geimpft sind, werden sie entlassen. Das ist eine unglaubliche Schweinerei. Und die Leute, die sich für das eingesetzt haben, sollte man ins Gefängnis schicken und verurteilen. Das ist ganz freiheitsentraubend. Verstehen Sie? Das Problem mit unserer Demokratie und Bürokratie ist, dass niemand verantwortlich ist für diese Entscheidungen. Jeder sagt dann, ja, wir müssen das so machen, wir haben so gestimmt und. Niemand büßt dafür. Nein, im Gegenteil. Die Löhne der Staatsangestellten steigen noch. Und je schlechter sie sind, ein gutes Beispiel ist die Frau, die Prinzessin Ursula von der Leyen. Eine grauenhafte Gestalt, die von der Verteidigungsindustrie überhaupt nichts verstand, dann wird sie befördert zur Präsidentin der EU. Ja, das ist die Auswirkung. In einem Komitee der Neutralität für die Schweiz, nicht, weil es in der Schweiz eine Bewegung gibt. Die sind natürlich auch bezahlt vom Ausland, dass die Schweiz Mitglied der EU wird und möglicherweise der NATO und so weiter. Und Ihr Kollege hat richtig gesagt, dass ich von dem sprach, dass man aus dem Ausland bezahlt wird, hat er gerade Amerika erwähnt. Natürlich gibt es in Amerika, ich habe es ja gesehen, bei den Studentendemonstrationen in Hongkong, alles wurde von Amerika bezahlt, von den NGOs. Aber die NGOs sind wie die CIA, das sind Abteilungen des Geheimdienstes, und von Leuten wie Soros, die die Welt verändern wollen, aber nicht zum Besseren. Ideale wie es für den Soros wäre, wenn die Welt beherrscht wäre von der BLM. Black Lives Matter. Ja, das ist eine größere Dummheit in der Philosophie, als zu sagen, Black Lives Matter, All Lives Matter. Alle Leben haben eine Bedeutung. Ganz egal, ob man jetzt Pfizer, Uschi oder Prinzessin Ursula von der Leyen sagt und woher auch immer diverse Geldflüsse stammen mögen, glaube ich, das werden wir sonst so nicht wirklich beantworten. Gell? Eine Sache, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, die, glaube ich, jeder irgendwo verstehen sollte, ja natürlich, dass wir in Europa natürlich Zustände derzeit haben, aufgrund von einer sehr schwachen Politik, ich sage jetzt nicht fremdbestimmt, ich sage einfach nur sehr schwache Politik, die natürlich irgendwo ihre Wurzeln in den USA liegen hat. Und zeitgleich sehen wir jetzt ja auch, dass Frau Nancy Pelosi nach Taiwan reist. Nancy Pelosi reist quer um die ganze Welt.
während sich jemand vergnügt und währenddessen kriegt man natürlich doch ein bisschen Angst, und auch im asiatischen Raum. Legt die USA, haben Sie persönliche Angst derzeit, dass im asiatischen Raum irgendwo ein geopolitischer Konflikt über Taiwan provoziert wird und dann ein Flächenbrand wird, oder sagen Sie, nein, nein, da ist alles ruhig? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Erstaunlicherweise ist, dass dieses Bedenken eigentlich größer oder wird mehr besprochen in Amerika und in Europa als in Asien. Denn in Asien mit allen Fehlern und Vorteilen, die Asien hat, ist die Mentalität doch sehr pragmatisch. Und die Chinesen in Taiwan, die wissen ganz genau, wir sind verwandt mit China. Unsere Verwandten sind dort, unsere Mätressen und Konkubinen leben in China und so weiter. Wir wollen doch keinen Krieg mit den Chinesen. Wir kriegen alles von China und die Chinesen kaufen von uns und so weiter. Wir wollen doch keinen Krieg. Aber es ist natürlich möglich, dass die Amerikaner einen Krieg ankurbeln werden. Das ist schon möglich. Provozieren werden. Ich denke, sehr wenig Menschen. Der Krieg in Ukraine wurde ja auch weitgehend provoziert. Man hätte das ganze Problem einfach lösen können, indem man gesagt hätte, Ukraine wird nicht Mitglied der NATO. Fertig, Schluss. Ende des Problems. Aber nein, die Amerikaner und nicht der Mann auf der Straße. Der Mann auf der Straße in Amerika interessiert sich doch nicht für einen Krieg in Ukraine. Der interessiert sich für einen Hamburger und für den Preis von Benzin. Verstehen Sie? Richtig. Aber der interessiert sich nicht für den Krieg. Er interessiert sich um sein Haushaltsgeld. Steigen seine Löhne oder fallen sie real gemessen? Das sollten sich die Deutschen einmal überlegen, was die Grünen und alle diese Leute angetan haben. Die Löhne steigen schon etwas in Deutschland und die Pensionen, also die Renten. Aber die Kosten steigen wesentlich stärker an, sodass die Realkaufkraft sinkt. Und das ist nicht wegen dem Putin, das ist wegen der Regierung in Deutschland. Nein, Deutschland hat mir alles richtig gemacht. Man friert für die Freiheit der Amerikaner, man hungert für die Freiheit der Briten und dann liefert man noch Waffen zum Töten von Ukrainern und Russen. Nein, ich bin da ganz anderer Ansicht. Man macht das alles und zwar ist das nicht das Volk, das das macht. Das sind die Politiker und die machen das für Geld. Irgendwo fließt Geld in ihre Taschen. Sprechen wir vielleicht kurz über Geld, Herr Dr. Faber. Und zwar, Sie haben gerade gesprochen von Amerika. Und Amerika scheint auf dieser Welt alles selbst entscheiden zu wollen. Andere versuchen immer zu verhandeln, wollen eigentlich da nicht mitmachen. So kommt es in der heutigen Welt irgendwie vor. Und die Amerikaner provozieren. Überall wird provoziert. Ja, und das sieht man ganz stark, weil Amerika natürlich außenpolitisch ein großes Interesse daran hat, dass ihr System, ja, die Dollarstärke, dass das alles bleibt, dass jeder den Dollar verwendet, damit man ja die ganze Welt enteignen kann, auf eigene Kosten. Und jetzt haben wir derzeit eine sehr spannende Lage auf dem Finanzmarkt, oder? Wenn wir über das Geld kurz sprechen. Wir haben einen fallenden Aktienmarkt seit einem Jahr im S&P 500. Wir haben explodierende Zinsen in Amerika. Die 10-jährigen Zinsen stehen bei 4%. Die 30-jährigen Hypothekzinsen stehen bei 6,5%. Sag mal, und was macht die Notenbank da eigentlich? Was machen die Politiker? Ja, ich meine, die fahren an die Wand. Da muss ich Sie korrigieren. Du hast gesagt, die Zinsen haben nach oben explodiert. Wir müssen das ganz genau im historischen Perspektive durchleuchten. Also die Zinsen sind schon stark gestiegen, richtig. Aber die Zinsen haben die verdammten Notenbanken künstlich tief gehalten seit 2009. Und spezifisch die EZB, das ist eine kriminelle Organisation. Die Mafia hat eine gewisse Ehre, aber die EZB hat nichts.
die hat das Geld zerstört, die Kaufkraft zerstört und große Verzerrungen in der Wirtschaft mitgebracht, indem sie die Zinsen auf weniger als 0% gehalten haben zwischen rund 2011 und 2021. Noch vor einem Jahr hat ein Esel mit dem Namen Lagarde gesagt, die Inflation ist transitory, also temporär. Ja, so gut erinnern. Ich wünschte, dass die Staatsangestellten alle temporär angestellt würden, damit man sie zum Teufel jagen könnte. Nein, aber sie kommen bessere Löhne und je schlechter sie sind, desto mehr befördert werden sie. Ja, und jetzt ist halt die Frage, Herr Dr. Faber, wie geht's weiter? Was glauben Sie? Wie schaut's aus im breiten Aktienmarkt? Gibt es Sektoren, die Sie interessant finden? Wie sehen Sie die Rohstoffe derzeit? Ich glaube, das sind so Fragen, die unsere Zuschauer aktuell sehr interessieren. Wie geht's mit den Rohstoffen weiter und wie geht's im Aktienmarkt weiter? Das interessiert mich auch. Ja. Das interessiert mich auch. Schauen Sie, der Friedrich Hayek hat richtiger gesagt, je mehr der Staat plant und eingreift in die Wirtschaft, desto schwieriger ist es für den einzelnen Anleger, für den einzelnen Geschäftsmann, Pläne zu machen. Das ist ganz klar. Denn Sie wissen ja nicht, morgen kann Deutschland mit seiner Regierung plötzlich sagen, ja, jetzt haben wir einen neuen Virus. Alles zu. Oder er kann sagen, oh, wir müssen für den Krieg in Ukraine bezahlen, jetzt müssen wir noch eine Zusatzsteuer einsetzen. Oder dass mir, oder ich habe Anlagen in Versorgungswerte, also Utilities in Europa. Aber mir ist nicht ganz klar, die Regierung will plötzlich höhere Steuern auf gewisse Versorgungswerte einführen, weil sie sagen, ja, die haben zu viel, große Gewinne und so weiter. Oder man weiß nicht, was morgen passiert. Keine Ahnung. Und deshalb, ich rate immer noch an zu einer gewissen Diversifikation, aber mehr und mehr hat sich mein Gedanke polarisiert, indem ich sage, wenn Sie in Australien, Amerika, England, Kanada investieren, sind sie eigentlich und auch europaweit gehend, aber sie sind eigentlich im gleichen Wirtschafts- und politischen Block. Sie sollten diversifizieren nach Indien, nach China, nach Russland, nach Osteuropa und nach Zentralasien und nach Südamerika. Nicht? Ich glaube persönlich, dass also europäisches Geld und auch amerikanisches Geld nach Südamerika fließen wird, weil Südamerika sich wahrscheinlich nicht in einen Konflikt sofort einmischen wird. Sie werden relativ auf der Seite stehen. Der große Konflikt ist eigentlich, die Vereinigten Staaten wollen den Putin entmachten. Das ist das Ziel Nummer eins. Ziel Nummer zwei ist Vorgehen gegen China, damit China nicht wirtschaftlich allzu wichtig wird und keine Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten geopolitisch wird. Und viele meiner Freunde, auch in Amerika, die glauben, die Amerikaner werden den Krieg gegen China sich einlassen. Ich glaube das weniger. Aber sie werden das Leben für die Chinesen temporär schwieriger machen. Und die Chinesen werden natürlich reagieren, nicht? Sie werden auch die Amerikaner emerdieren. Und so, da, verstehen Sie, das kapitalistische System funktioniert am besten, wenn ein gewisses Vertrauen vorhanden ist. Also wir machen, sagen wir telefonieren miteinander und sagen, kaufe bitte 1000 Aktien von ABC und so weiter. Du führst den Auftrag aus und rufst mich an. Wir haben kein Problem. Ich traue dir, dass du den Auftrag ausübst und du traust mir, dass ich dafür bezahlen werde. Wenn das Vertrauen gar nicht mehr da ist,
kann diese Transaktion zwar noch stattfinden, aber mit wesentlich größeren Umtrieben und Kosten. Wer das traut, ist der Grundsatz des Welthandels ist Vertrauen. Wer traut der USA und der Weltleitwährung Dollar noch? Ja, das ist eine gute Frage. Wer traut, ist so dumm, den Vereinigten Staaten noch zu trauen? Allerdings muss ich sagen, es ist natürlich, wenn Sie mich fragen, ich sollte den Chinesen trauen, da würde ich auch sagen, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich den Chinesen trauen sollte. Oder wenn Sie mich fragen, soll ich einem anderen Schweizer trauen, dann bin ich auch nicht so sicher. Aber da kommt ja eigentlich dann die Kryptowährung Bitcoin ins Spiel, oder? Wenn Sie und ich ein Geschäft machen wollen und Sie schicken mir ein Bitcoin, ich schicke Ihnen ein Bitcoin, dann brauchen wir keinen Staat. Und da ist ja neues Vertrauen ganz auf einer neuen Ebene, oder? Wenn Menschen sich untereinander trauen, ohne dass sie die Legitimation und die Allherrlichkeit eines Staates im Hintergrund brauchen, oder? Ja, ja, ich bin eigentlich einverstanden mit dieser Bemerkung. Man braucht eigentlich Staaten für wenig. Aber es ist klar, zum Beispiel, wenn Sie in einer Gesellschaft wie Deutschland oder Schweiz oder Amerika und so weiter, so eines, was der Staat für Sie tun kann, ist ein Rechtssystem haben, das mehr oder weniger funktioniert. Ich hatte früher, also vor 2 Stunden, einen Amerikaner in meinem Büro, der hat gesagt, ja, das Rechtssystem in Amerika funktioniert nicht mehr. Das stimmt weitgehend schon, es funktioniert nicht mehr so gut. Aber eben in Ländern, wo es gut funktioniert, haben sie bessere Wirtschaftsverhältnisse. Nummer 2, und das ist für die meisten Leute doch das Wichtigste, wenn sie zu ihrem Haus ausgehen und zum Tram gehen oder zur Untergrundbahn oder zum Auto, und ins Büro fahren und dann mit dem Lift ins Büro gehen, sollten Sie das in relativ Ruhe und im Frieden machen können und nicht, dass, wenn Sie das Haus verlassen, jemand draußen steht mit einer Keule, über den Kopf haut. Verstehen Sie? Persönliche Sicherheit in einem Staat ist sehr wichtig, vor allem für Familien mit Kindern. Ich wohne zum Beispiel im Norden von Thailand. Da ist durch die Mentalität der Leute und teilweise, ich nehme an, auch durch die Religion oder was sie Religion nennen, die Lehren von Buddha, ist es nicht gut, ein Verbrechen zu machen. Es ist also höchst selten, dass jemand in ihr Haus einbrechen würde und sie verletzen würde. Es ist höchst selten. Aber dann vielleicht klaut Ihnen ein 20 Rappen auf der Straße oder so. Das aber Herr Dr. Fauer, da sind wir, glaube ich, am Kernthema dran. Das Geldsystem ist nichts anderes wie ein Spiegelbild oder ein Spiegelbild vom Wertesystem, von den Werten, die die Menschen ausmachen irgendwo. Und wenn wir ein korruptes Geldsystem haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir korrupte Politiker haben und nicht wundern, dass wir Menschen haben und Bürger haben, die für nichts mehr bürgen wollen, weil sie eben keinen Sinn mehr hinter die Dinge irgendwo erkennen. Und ich glaube, an der Schwelle stehen wir jetzt irgendwo geschlossen, unisono auf der ganzen Welt, oder? Richtig. Sie müssen nur mal nachschauen, von wo die 5 letzten Chairman, also die Verwaltungsrat, die Präsidenten der amerikanischen Federal Reserve kommen. Das beantwortet Ihre Frage über die Korruptheit des Geldes. Ich nehme an, dass die Federal Reserve, also die Notenbank in Amerika, geschaffen wurde, um die Staatsausgaben zu erhöhen und um gewisse Leute sehr reich zu machen und nicht zum allgemeinen Wohl der Vereinigten Staaten. Denn wir hatten ja sehr starkes Wirtschaftswachstum im 19. Jahrhundert. Also zwischen 1800 und 1900 ohne Notenbank.
Eben, also ich glaube, man benötigt niemanden, der das Geld steuert. Wir brauchen keine 5, 6 PhD-Ökonomen, die sagen, wir steuern die Geldmenge. Wir brauchen einfach nur etwas, woran die Menschen glauben, mit dem man gut handeln kann. Früher war es halt Gold. Und Gold hat ja super funktioniert. Also der Goldstandard war in Amerika ja nachweislich eine Zeit der Prosperität. Den Menschen ging es gut, die Wirtschaft war stabil, die Boom- und Bust-Zyklen waren nicht da. Und heute haben wir einen liquiditätsgetriebenen Boom, hatten wir jetzt, und jetzt haben wir diesen Liquiditätsentzug, einen Bust schon wieder. Also wir gehen ja schon wieder Richtung Rezession aktuell weltweit. Und muss das denn sein? Brauchen wir nicht? Sind wir nicht endgültig bereit für ein neues Geldsystem, das Stabilität bringt, das stabile Politiker bringt? Weil man sagt ja, das Geld ist wie das Blut. Und wenn das Blut vergiftet ist, ist vorbei. Aber wenn wir sauberes Blut haben, in dem Sinne ein sauberes Geld, was nicht unbedingt unlimitiert vermehrbar ist und nicht durch Menschen kontrolliert wird, hätten wir doch die Chance, eine stabile Weltbevölkerung, Gesellschaft aufzubauen auf einem guten Fundament, oder nicht? Ja, Sie sind ein Optimist. Sie nehmen an, dass die Welt ehrliche Politiker wollen. Das ist gar nicht sicher, denn im Fall vom Herrn Trump, und ich bewundere den Herrn Trump nicht, aber immerhin war das eine Neuling in der Politik und der etwas einen frischen Wind mit sich gebracht hat. Und den wollten sie natürlich nicht, weil er denn doch einen gewissen Mist aufräumen wollte. Und sie können nicht erwarten von unehrlichen Politikern, die von unehrlichen Notenbanken finanziert werden und vom Schatzamt, das ständig Geld ins System wirft, nicht? Die Reaktion in Amerika, ich habe jetzt kürzlich 2, 3 so Debatten gesehen zwischen Demokraten und Republikanern für die Zwischenwahlen. Und da sagen sie immer, ja, du lügst, der andere lügt und so weiter, beständig. Und zweitens ist es doch so, dass beide eigentlich Geld ausgeben wollen für den Staat. Also niemand will die Staatsausgaben verkleinern. Und das Problem heute ist, der Staat ist wesentlich zu groß im Vergleich zur Privatwirtschaft. Richtig, ja. Es hat 30 Leute, die arbeiten, und 100 werden finanziert von diesen 30, und 50 davon sitzen in der Regierung und tun gar nichts. Nein, sie zerstören die Wirtschaft. Wenn sie nichts tun würden, wäre das gut, das Billigste und Beste für Deutschland wäre, die Politiker zu zwingen, den ganzen Tag auf dem Golfplatz zu verbringen. Dann würden sie keinen Schaden anrichten. Ganz richtig, Donald Trump macht vor. Nur am Gras würden sie, die Grünen würden dann kommen, ja, die spielen so schlecht Golf, die zerstören das Gras. Donald Trump macht es vor, am Golfplatz ist ja sehr viel, und die USA ist gespalten, die Menschen generell sind gespalten, von Ideologien getrieben. Und nichtsdestotrotz schaffen es dann 12 Millionen deutsche Steuerzahler, Nettosteuerzahler, das Ganze irgendwie am Laufen zu halten. Und an die 12 Millionen, die netto Steuern zahlen, die noch bereit sind, Arbeit zu leisten, die noch bereit sind, einen Mehrwert irgendwann in die Gesellschaft reinzubringen, für die setzen wir uns bei Invest in Best irgendwie ein, weil wir sagen, die Leute müssen irgendwo ihr Vermögen, ihr Hab und Gut durch den Umbruch durchbringen. Herr Dr. Faber, an Sie jetzt die Frage, welche 3 Tipps würden Sie den Menschen, die in ihrem Leben was erreichen wollen und nicht unbedingt nur durchs Umverteilen reich werden wollen, sondern die selber etwas leisten, wie kann man denen jetzt 3 Tipps geben für die Krise? Ja, ich habe mich viel damit befasst, weil meine Ansicht ist, dass wir eine Zeit hatten, der fetten Jahre, das waren 1981 bis eigentlich vor kurzem, 2018, 2019, da ist die Wirtschaft expandiert, in den letzten 20 Jahren natürlich mit viel Gelddrucken und Kaufkraftentwertung. Aber ich würde annehmen, dass das Beste, um Geld zu verdienen, immer noch ist, sich gut auszubilden und Disziplin im Beruf zu halten. Nicht? Das erstaunt mich immer wieder, wie undiszipliniert Leute sind. Und wenn ich jemanden anstellen würde für einen Job,
meine, ich habe einen Gärtner hier, der fährt mich auch herum, wenn ich nicht selber fahre, weil ich manchmal Sachen abholen muss. Und er schaut auch zu meinen Motorrädern und zu den Hunden und so weiter und zu meinem Bürogebäude. Kurz und gut, in 20 Jahren ist er nicht ein Tag krank gewesen. Mhm. Er wurde einmal verletzt, er hatte einen Unfall, aber er kam am Abend trotzdem zu mir und hat zu den Hunden geschaut und so weiter. Verstehen Sie? Erfolg im Leben ist Disziplin und Einsatz. Und man kann doch nicht die Definition von sagen, Freizeit ist in der Freizeit, machen Sie Sachen, die Ihnen passen. Einer wird klassische Musik zuhören, der andere geht tanzen, der dritte geht wandern, der vierte liest ein Buch, der fünfte macht nichts und schläft. Oder was auch immer. Arbeit ist ein Einsatz. Und ich sage allen Menschen, ihr solltet glücklich sein, dass ihr eine Arbeit habt. Das ist das Beste für Sie im Leben. Um glücklich zu sein, ist eine Arbeit zu haben und dass Sie diese gut erledigen und dann sagen können, ja, schauen Sie, ich bin ein Straßenwischer. Aber schauen Sie meine Straße an, die ist doch wesentlich sauberer als alle anderen Straßen. Oder ich bin ein Arzt und wenn jemand krank ist, ich komme auch 12 Uhr nachts zu Ihnen nach Hause und befasse mich mit dem Problem Ihres Kindes oder Ihrer Großmutter oder was auch immer ist. Ein Einsatz, die Willigkeit, sich einzusetzen. Aber das fehlt den meisten Menschen. Und dann, was mich erstaunt in der westlichen Welt, der Solzhenitsyn hat schon gesagt, ja, die Leute sind nicht mehr mutig. Ja gut, das stimmt schon. Wobei, also bis vor kurzem, also bis vor 50 Jahren oder mehr, waren die Deutschen sehr mutig. Das muss man auch sehen. Aber die Leute interessieren sich auch nicht an dem politischen Geschehen und deshalb haben wir diese grauenhaften Politiker. Nicht, dass jemand sich aufwenden würde, wenn er in einem Betrieb arbeitet. Was kann er schon gegen die Regierung sagen, weil der Chef kommt dann und sagt ihm, schau, bist doch ruhig, sonst müssen wir dich entlassen. Also er will es vielleicht nicht so krass ausdrücken, aber so ist es, ist alles so liiert. Regierung, Gesellschaft, Unternehmen, Medien und so weiter. Wenn jemand in den Medien sich kaputt machen will, dann kann er das machen. Ich habe es ja selber erlebt. Mir ist es jetzt wurscht. Ich bin anerkannter Rassist. Also viel mehr kann mir nicht passieren. Ist ja fast schon irgendwo ein Adelsschlag, dass man politisch oder medial vernichtet wird, dann weiß man ja, man hat zumindest den Mut gehabt, den Mächtigen dieser Welt ans Bein zu pinkeln. Und das ist ja auch noch für sich irgendwo ein Ritterschlag, mit dem man dann auch sagen kann, okay, ich bin für mich eingestanden. Herr Dr. Faber, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute aber wieder Zeit genommen haben. Natürlich jeden, den es interessiert, was Herr Dr. Faber macht. Es gibt ja den Gloom, Boom und Doom Report, der auch hier unten verlinkt ist. Und Herr Dr. Faber, Sie sind ja als Dr. Doom auch bekannt. Ich glaube, das muss man hier an der Stelle am Ende des Videos auch noch erwähnen. Und wir wollen uns natürlich auch von allen Zuschauern bei uns, Fine Investing Best, herzlich bei Ihnen bedanken für diese ganzen Interviews, die Sie uns immer geben. Sie sind immer sofort erreichbar und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir glauben auch, dass es in der nächsten Zeit sehr rumpelig noch auf die Finanzmärkte zugehen wird. Und ich glaube, Herr Dr. Faber, wenn wir dann wieder ein nächstes Interview drehen, Ihre Meinung wieder zu hören könnten, würde uns das sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, herzlichen Dank aber, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Mein Vergnügen und ich wünsche Ihnen und auch Ihren Zuschauern und Zuhörern fröhliche Festtage und schöne Weihnachten. Vielleicht in ein paar Jahren ist das politisch nicht mehr korrekt zu sagen, fröhliche Weihnachten.
Aber jetzt ist es noch. Also wir müssen dankbar sein, dass wir wenigstens diese Freiheit noch haben. Herzlichen Dank. Und für alle, die Lust haben auf mehr Werte, auf wertige Gespräche, auf wertige Inhalte, nicht nur an den Finanzmärkten, sondern auch gesellschaftspolitisch, sofort den Kanal abonnieren, Glocke machen und die Videos von InvestiBest jetzt sofort teilen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Fava, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mein Vergnügen. Danke vielmals. Tschüss. Bis wieder mal.